für mich ist so ein bisschen die Zukunft des Lernens, dass wir miteinander lernen und voneinander lernen, ob es jetzt digital oder analog ist. Zu der Frage würde ich erstmal sagen wollen, dass ein Learning Space prinzipiell überall sein kann. Also Learning Spaces, und davon möchte ich mich auch ganz gerne verabschieden, sind nichts, was nur im formellen Rahmen passieren kann, weil Lernen kann überall passieren und passiert sowieso überall, auch im informellen Rahmen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auch diesen Begriff Learning Space neu verstehen und neu definieren. Und dann gibt es aber natürlich auch formelle Bildungsrahmen und da gibt es sicherlich auch Kriterien für Learning Spaces, die ich sehen wollen würde, wenn man jetzt in so eine Neukonzeption reingehen würde. Die Kriterien, die ich gerne sehen wollen würde in Learning Spaces im formellen Rahmen, wären solche, die ein Lernen ermöglichen, was sich sehr, sehr nah am Menschen bewegt. Also für mich ist so ein bisschen die Zukunft des Lernens, dass wir miteinander lernen und voneinander lernen, ob es jetzt digital oder analog ist. Und dafür brauchen wir natürlich auch bestimmte Bedingungen um uns herum, die diese Interaktion ermöglichen. Und wenn wir heute uns Hochschulen anschauen oder auch Schulen, dann haben wir ja auch noch sehr häufig diese Bildungsräume. Also es gibt den Vorlesungssaal, es gibt den Klassenraum, wo der Lehrer vorne steht mit den Sitzreihen, und dann gibt es den Experimentierraum, das ist aber ein ganz anderer Raum, und dann gibt es den Werkraum, wo man was händisch machen kann, das ist aber auch ein separater Raum. Und da merkt man sehr schön, dass diese unterschiedlichen Lernsettings noch sehr stark voneinander getrennt sind. Und wo ich, glaube ich, mehr hinwollen würde, wäre, wenn man Flexibilität im Lernen ermöglicht, dass der Lernende auch selber entscheiden kann, durch die Gegebenheiten im Raum, wie und was er lernen möchte. Ja, so vom Experimentieren ins Inspiriertwerden reingehen kann, in einem Fluss, ohne jemanden zu haben, der einem sagt, so Raum X ist jetzt frei, da darfst du jetzt rein, und auch nur dann, wenn er frei ist und wenn wir da Unterricht haben. Sehr unterschiedlich. Es kommt sehr stark darauf an, welches Format gerade gespielt wird. Insgesamt, glaube ich, sind wir noch zu stark in diesem von mir vorhin angesprochenen formellen Lernen drin, und dadurch ist immer noch eine Atmosphäre da, die mehr mit ich muss als mit ich will und ich will selber gestalten zu tun hat, was ich oft ein wenig schade finde. Und ich glaube, die Atmosphäre könnte verbessert werden, wenn wir eben mehr auf dieses Miteinander und Voneinanderlernen gehen. Weil sobald Menschen miteinander interagieren und mitgestalten, hebt sich auch die Qualität der Atmosphäre. Und das heißt, also die Art und Weise, wie wir lernen und wie wir den Rahmen gestalten, beeinflusst auch automatisch die Atmosphäre. Und da sind wir noch zu wenig aus meiner Sicht. Das heißt, wenn wir uns Stück für Stück da mehr hinbewegen, und da gibt es ja auch schon Entwicklungen, zum Beispiel Makerspaces oder offene Lernräume, also wenn wir das weiter fördern, kann ich mir vorstellen, dann steigt auch die Lernatmosphäre. Ich glaube, generell muss man einfach mutiger sein. Also so ein bisschen sich raustrauen. Also wenn man so will, ist ja ein Raum auch ein Schutzraum. Man ist da in seiner gewohnten Atmosphäre drin, wo man weiß, wie das Setting ist, man erkennt sofort, wo man stehen muss. Also wenn ich jetzt als Professor in einen Raum reinkomme, dann weiß ich, ich stelle mich vorne hin, weil da steht der Laptop und da steht oder ist die Leinwand hinter mir, und dann ist das Setting sofort klar. Und wenn man aber mutig genug ist, das völlig aufzubrechen und auch zuzulassen, dass sich das Lernsetting on stage quasi, also
an dem Tag, wo ich in den Vorlesungsraum reingehe, verändern kann und dass ich das mit den Studierenden auch gemeinsam gestalten kann, ich glaube, dann schaffen wir es auch, zu diesen anderen Lernatmosphären hinzukommen. Einfach, wenn wir uns ein bisschen aus unserem Schutzraum, aus unserer Comfortzone quasi rausbewegen. Ganz basic würde ich erstmal den Vorlesungsraum, wie er ist, weil wir haben ja nicht immer die Möglichkeit, alles neu zu bauen. Wir müssen ja auch erstmal mit dem arbeiten, was wir haben, in der Bestuhlung und in der Art und Weise, wie die Perspektiven angeordnet sind im Raum, aufbrechen. Und tatsächlich auch mal gucken, was passiert, wenn ich Studierende anders sitzen lasse. Was passiert, wenn ich nicht vorne stehe, sondern mich mit den Studierenden in eine Gruppe reinsetze und mit ihnen interagiere über ein Thema, unterhalte. Was passiert, wenn ich eine Gruppe so anleite, dass ich was reinwerfe und mich ein Stückchen weit auch überflüssig mache und das Ganze nur noch mit begleite? Und dann tatsächlich vielleicht auch zu fördern, wenn es nochmal digitale Bildung auch mit einbeziehen wollen, weil das ist für mich auch ein Lernraum im weitesten Sinne, auch diesen riesen Lernraum, den wir haben, also den Lernraum jedes einzelnen Studenten quasi zu nutzen. Und das auch zuzulassen, dass jeder quasi seinen Lernraum mit in den gemeinsamen Lernraum bringen kann. Sprich, seinen Content, die Orte, wo er recherchiert, die YouTube-Kanäle, die er abonniert hat. Das alles zu integrieren in diesen großen Raum und dafür auch offen zu sein. Ich glaube, das wären so die ersten zwei Tipps, die man recht schnell auch umsetzen könnte. Wer die Veränderung anstoßen kann, ist eine sehr gute Frage. Und zwar vor allem deshalb, weil wir natürlich auch gerade, wenn wir mit Lehrenden und mit dem Support und so weiter über diese Themen sprechen, sehr häufig verständlicherweise der Hinweis kommt, es muss von einer anderen Stelle auch noch mit gewünscht werden. Ja, also es ist zwar ein Prozess, der bottom-up angestoßen werden muss und auch kann, aber irgendwo müssen auch Top-Down-Entscheidungen kommen. Also wir brauchen schon auch Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, so zu arbeiten, wie wir arbeiten wollen. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr an einem Strang ziehen und auch Wege finden, die ich auch zugegebenermaßen noch selber nicht gefunden habe, wie wir Argumentationslogiken liefern können, warum das wichtig ist, was wir wollen, sodass es auch diejenigen verstehen, die im Moment noch entscheiden. Und ich glaube, wenn wir da Hand in Hand arbeiten, die Studierenden gemeinsam mit den Lehrenden, dem Support, aber auch mit den Entscheidern an Hochschulen, ich glaube, nur so schaffen wir es wirklich, was zu verändern. Von einer Seite das nur anzustoßen, wird aus meiner Sicht schwer werden. Ich würde mir tatsächlich wünschen, mehr Best-Practice-Beispiele zu kennen und mir da auch Wege wünschen, wie das sichtbarer gemacht werden würde. Ich kenne jetzt in dem Fall keine Paradebeispiele, wo ich jetzt was nennen könnte, wo ich finde, dass die meisten Dinge, über die wir hier reden, so eins zu eins schon perfekt umgesetzt werden. Wenn es sie gibt, würde ich mir wünschen, darüber mehr zu erfahren. Was es dennoch gibt, sind Beispiele an Hochschulen, wo einzelne Themen schon sehr, sehr gut vorangetrieben werden. Und vielleicht ist das auch gerade der Weg, ja, dass man eben kleinere Innovationen schafft, um dann auch zusammen zum Großen zu kommen und gar nicht immer so sehr nur auf diese große Innovation, die es vielleicht irgendwann schon par excellence gibt, schauen muss.